habe mich mal wieder dazu verleiten lassen, eine Limited Edition für meine Toilette zu kaufen, beziehungsweise für meinen Hintern. Wärmend und einhüllend mit Safran, Hafer und Sandelholz. Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Rossmann-Haul. Ich war bei Action, ich war bei Rossmann. Und bitte seht es mir heute ganz besonders nach, dass ich bestimmt wieder irgendwelche Gedächtnislücken. Nein, ich meinte eigentlich Sprachprobleme habe, denn ich war gerade beim Zahnarzt und meine gesamte Hälfte hier ist irgendwie noch betäubt. Ich möchte das jetzt aber gerne hier drehen und deswegen kann es sein, dass ich des Öfteren mal über meine eigene Zunge stolper, denn ich fühle nichts. Aber es ist okay. Ich versuche euch den erhöhten Speichelfluss irgendwie vorzuenthalten. So, nun gut, auf jeden Fall war ich bei Rossmann. Ich hatte auch tatsächlich, also ich war zum Black Friday auch schon einmal bei Rossmann. Da hatten die nämlich richtig tolle Angebote. Damit fange ich gleich auch nochmal an. Das ist aber halt überwiegend Haushalt und da war nicht wirklich Make-up dabei, deswegen habe ich das noch nicht gezeigt, packe ich jetzt heute aber hier mit rein. Und dann war ich gestern halt nochmal. Ich habe sogar zufällig meine Mama und meine Schwester da getroffen. Das war schön. So, oh Gott, das fühlt sich so an, als wäre mein Maul, als würde sich das alles total komisch anfühlen, als würde es gar nicht zu mir gehören. Ich hatte das natürlich schon mal, aber man vergisst ja irgendwie immer wieder, wie das war. So, ich fange mit dekorativer Kosmetik an. Und zwar habe ich sowohl für mich als auch für eine Zuschauerin zum Verschenken diesen Pinsel mitgenommen aus der Catching Snowflakes Limited Edition. Davon hatte ich euch ja schon mal die Palette gezeigt. Ihr habt mich so oft gefragt, ob es irgendwie eine Alternative gibt oder ob man die noch irgendwo bekommt, weil die so schnell ausverkauft war. Natürlich nicht nur wegen mir, ist klar, ne? Aber Gott, das wäre ja fast. Nein, so weit ist es zum Glück noch nicht. Aber ich würde sagen, man kriegt das mit vielen Nude-Paletten hin, wo halt auch so ein bisschen Glitzer mit drin ist. Und dann könnte man auf jeden Fall einen ähnlichen Look erzeugen. Mir fallen da jetzt zum Beispiel, ich hole die mal kurz. Die sind auch gar nicht so teuer. Ich sehe gerade, dass tatsächlich in der einen davon gar kein Glitzer drin ist, beziehungsweise in zweien. Also die hier, die ist von Revolution Pro. Da würde ich sagen, da könnte man sowas Ähnliches hinkriegen. Allerdings auch nicht so hundertprozentig, ne? Das ist die Luxe Shadow Palette. Ich halte euch den mal ganz kurz hier hin, ganz schnell. Ich wollte ja nicht gar nicht so lange darüber reden, ne? Aber ja, jetzt mal ganz schnell. Die hier ist auch... Es ist nicht genau die gleiche, ist klar, aber dass da so ein paar ähnliche Töne drin sind, das kann sein, aber die hier tatsächlich dann noch ein bisschen mehr. Hier ist ein Glitzerton drin, da müsste man nochmal einen helleren dazu nehmen, würde ich sagen, um genau auf den anderen Look zu kommen. Aber ja, das hier ist die von Catrice, die Nude Peony, das ist auf jeden Fall auch ganz schön. Es ist alles so ähnlich, also irgendwie was Nudiges und dann halt einen helleren Glitzerton oben drauf und dann habt ihr auch letztendlich sowas Ähnliches. So bla bla bla, es tut mir sehr leid, hier haben wir jetzt jedenfalls den Pinsel, den hatte ich halt wie gesagt für eine Zuschauerin nochmal mitgenommen und für mich auch zweimal, weil ich ihn einfach so hübsch finde und meiner Mama mich ihn glaube ich auch nochmal mitbestellt irgendwie. Also das ist alles hier so, das sind mehrere Einkäufe. Genau, also der ist auf jeden Fall sehr schön. Da hatte ich auch Glück, dass die überhaupt noch so viel hatten tatsächlich. Genau, aber die Palette hatten sie bei uns auch nicht mehr. Was sie allerdings noch hatten, und ich habe sogar noch zwei da gelassen, der Illuminator aus der Catching Snowflakes Limited Edition, finde ich halt auch so schön. Habe ich jetzt auch nochmal zum Verschenken mitgenommen. Ich selber habe den ja schon. Das ist halt ja wie so ein Highlighter mit drei Tönen drin. Und ja, ich finde den einfach so wunderschön. Und auch dann so zusammen zum Verschenken finde ich tatsächlich super, super schön. Ja, also das durfte auf jeden Fall mit. Dann habe ich etwas Neues entdeckt, als ich mit meiner Mama bei den Lippensachen geguckt hatte. Sie hatte nämlich was, oh, ich weiß gerade nicht mehr. Es war eine Marke, die etwas teurer war, für 2,99 irgendwie was mit... Ich weiß nicht mehr, ich habe es vergessen. Auf jeden Fall habe ich da das hier entdeckt. Das ist ein Lip Balm, Soft and Glossy. Der scheint neu zu sein von Isana. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, was ich bezahlt habe, weil da noch kein Preisschild war. Ich habe den aber einfach mal eingepackt. Wir gucken uns den mal schnell an. Hier sind auf jeden Fall 8,5 Milliliter drin. Hier steht noch für geschmeidig zarte Lippen. Und oh ja. Ich würde gerade sagen, der scheint wahrscheinlich auch ein bisschen Farbe zu geben, aber er ist jetzt doch eher so, dass er also schon irgendwie ein bisschen Farbe gibt. Er fühlt sich auch nach Lipgloss an. Ja, also schon ein bisschen glossig, auf jeden Fall. Ich gebe den mir mal kurz auf, in der Hoffnung, dass ich es mir nicht auf die Zähne schmiere. Ja, so ganz leicht frische Farbe verleiht er auf jeden Fall. Jetzt wollen wir mal gucken, ob der auf die Zähne kriegt oder Fäden zieht. Aber erstmal auf jeden Fall nicht. So, der gefällt mir auf jeden Fall bis jetzt ganz gut. Wie gesagt, der ist neu. Den gucken wir uns auf jeden Fall mal weiter an. Dann habe ich hier ebenfalls zum Verschenken die Yuti Beauty Boost Tuchmaske ja mitgenommen. Ich finde die einfach sehr edel und fand die deshalb sehr passend zu dem Geschenkset für die Zuschauerin. Dann haben wir hier nochmal Dresdner Essenz. So gemütlich, ich glaube, das war sogar neu. Badeschaum, wärmend und einhüllend mit Safran, Hafer und Sandelholz. Auch das fand ich irgendwie wie sogar eine Duftprobe. Also riecht so cremig, irgendwie ein bisschen reichhaltiger, aber nicht so richtig
extrem aufdringlich oder so. Das fand ich jetzt sehr schön. Übrigens hatte ich, glaube ich, in irgendeinem letzten Video schon mal gesagt, falls ihr sowas mal geschenkt bekommt, so Badesalz oder sowas, und ihr habt aber keine Badewanne, dann könnt ihr das auch echt gut entweder als Raumduft nehmen, indem ihr das einfach in eine Schale macht oder ein schönes Glas und das so ein bisschen rumstinken lasst, sag ich mal. Ihr könnt es auch mit Wasser dann aufgießen, aber ich glaube, das hält dann nicht so lange und wird auch schnell eklig. Und genau, oder als Fußbad, das ist auch sehr schön auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall nicht umsonst, solltet ihr sowas geschenkt bekommen. Genau, dann hatte ich einmal online bestellt und da gab es eine 30% Aktion für Physicians Formulas und die hier wollte ich schon vor lange mal ausprobieren. Das ist die Rose All Play Eyeshadow Bouquet heißt das. Ach Gottchen, ja, das ist jedenfalls eine Lidschattenpalette, die gibt es schon ein paar Jahre, ne? Aber die war mir irgendwie immer zu teuer oder meine Bestellung war schon teuer genug, sodass ich sie dann nicht mitbestellt habe. Jetzt dachte ich aber bei 30%, ich kann es mal machen. Seht ihr, dass manche Fännchen so einen Rosendruck haben? Das ist so schön. Ich hoffe, ihr konntet das sehen. Da ist ja noch die Folie drauf. Will ich aber auch erstmal noch so lassen. Und genau, dann haben wir hier auch noch dazu. Die fand ich so schön. Und die riecht auch so gut. Auf jeden Fall habe ich die mit bestellt. Das ist die Rubinlicht, also die Hausmarke von Rossmann. Osmens und Amber. Ich weiß nicht genau, was das heißen soll. Das kenne ich gar nicht. Steht aber auch leider nicht drauf. Aber schaut mal, es ist halt eine Glaskerze. Und dann ist da oben noch so ein schöner Metalldeckel drauf. Das sieht wunderschön aus. Ich weiß jetzt nicht, der ist nicht komplett geschlossen. Da könnte, also man könnte ihn, na, ich weiß nicht, wenn man den drauf lässt, während das brennt, das rußt doch voll. Das ist bestimmt nicht so gedacht, oder? Ich fackel mir dann wieder die ganze Bude ab. Naja, egal, auf jeden Fall. Das durfte mit. Und dann hatte ich das hier entdeckt. Den wird es wahrscheinlich schon ein bisschen länger geben. Der ist mir aber nie aufgefallen. Der Augen-Make-up-Entferner, 2 Phasen. Brauche ich ja ziemlich oft und ich teste mich da ja immer mal wieder durch. Und der sah jetzt wirklich super ansprechend aus von Isana hier. Reinigt und pflegt ohne Rückstände, auch für sensible Haut und Lippen geeignet mit Rosenwasser. Oha, okay, das habe ich nicht gelesen, obwohl es auch eindeutig zu erkennen ist. Aber ja, wollte ich mir auf jeden Fall ansehen. Hier steht auch ohne künstliche Duftstoffe. Eine Rezeptur ohne Mikroplastik, da haben wir es schon mit den Sprachfehlern. Und ja, ich werde auf jeden Fall mal gucken, wie sich das so verhält. Ob das in den Augen brennt oder nicht. Ich brauche sowas ja immer mal wieder. Und ich glaube, ich habe mir letztens auch den von DM gekauft. Mal gucken, ob der mich überzeugen kann. Den habe ich jetzt tatsächlich noch nicht angebrochen, weil ich noch was offen habe. So, da war im Angebot und die kann ich echt immer gebrauchen. Das sind für mich die besten Make-up-Schwämmchen. Damit kann ich sowohl Puder am besten auftragen, als auch meinen Concealer verteilen. Und allgemein, das ist irgendwie für mich, man kann damit auch gute Kanten schminken, falls man wollte. Das sind die Make-up-Schwämmchen und Aufbewahrungsbox von For Your Beauty. Moment. So, an alle, die Gesundheit gesagt haben, vielen Dank, das ist ganz lieb. Und an alle, die mir keine Gesundheit wünschen, was habt ihr hier zu suchen, verdammt nochmal. So, die Make-up-Schwämmchen aus Latex, das ist halt so cool. In dreieckiger Form sind die perfekten Helfer für einen schönen und ebenmäßigen Teint. Die Schwämmchen eignen sich bestens zum Auftragen von Make-up. Dank der wieder verschließbaren Dose sind die Schwämme ein praktischer Begleiter für unterwegs. Ja, 12 Stück sind hier drin. Ich habe hier so eine kleine Dose, ich zeige euch die mal kurz, die hänge ich immer in meine Schublade, hier von Ikea sind die für 99 Cent oder so. Und da habe ich die dann eigentlich drin. Hier sind jetzt noch so ein paar andere Tools und Wattestäbchen drin und da sind dann halt auch immer diese Schwämmchen mit drin, damit ich immer einen frischen einfach parat habe. Ich brauche die immer, ich benutze die schon seit Jahren. Zum Glück haben sie die gefühlt noch nie verändert, außer jetzt hier. Also früher gab es immer die Hälfte dann für natürlich auch weniger Geld. Aber ja, für 2,99 habe ich sie jetzt sehr gerne mitgenommen. Dann, genau, hatte Corinne gesagt, dass es die wieder online gab. Ich habe bei mir in der Filiale gestern sogar noch 3 Packungen gesehen, aber ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Das ist auf jeden Fall dieses Premium-Pinselset von Mary Crystals bei River Loves Me, genau. Die brauchte ich natürlich auch unbedingt, habe ich meiner Mama auch mitbestellt. Übrigens von Essence hatten sie vor ein paar Jahren, 3, 4 Jahren ungefähr, hatten sie tatsächlich davon auch. Die sahen eigentlich genauso aus, so richtig süß auf jeden Fall. Genau, dann habe ich außerdem noch, war auch im Angebot, aber ich muss sagen, das habe ich zuerst gesehen, das war draußen. Ich habe mich mal wieder dazu verleiten lassen, eine Limited Edition für meine Toilette zu kaufen, beziehungsweise für meinen Hintern und dementsprechend, ja, Toilettenpapier hier. Da ist ein Bär drauf und eine Lichterkette sehe ich hier. Das ist total süß, allgemein die Limited Edition. Du bringst mich zum Strahlen. Die bringen ja jedes Jahr so was Süßes raus. Meistens einmal in einem grün-weihnachtlichen Design und dann nochmal in einem dunkelblauen Design. Immer ein bisschen unterschiedlich gestaltet halt. Naja, wie gesagt, ich habe jetzt hier Limited Edition Toilettenpapier und das ist süß. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwas duftet oder was. Steht jetzt erstmal nichts drauf. Und ja. Das ist auf jeden Fall immer mal ganz lustig, muss theoretisch aber echt nicht sein, ne? Aber ja, in dem gleichen Design gab es noch eine Seife. Meine Mama mochte den Duft nicht so gerne tatsächlich. Ich weiß gar nicht so richtig, wonach es riechen soll. Es riecht irgendwie so ein bisschen warm. Steht hier irgendwas? Dein Herz mit, Moment, erwärmt dein Herz mit einer Duftsymphonie aus cremigem Karamell, fluffiger Zuckerwatte und einem Hauch von feinem Vanillepuder. Das soll ja eigentlich total, das soll ja mega riechen eigentlich. Tatsächlich. Also bei der Beschreibung
würde ich voll die Zuckerbombe erwarten. Meine Mama hat aber recht. Also es stinkt nicht. Für mich stinkt es nicht. Ganz leichter Hauch von Süßem, aber ansonsten, also diese Beschreibung finde ich ein bisschen, da erwartet man mehr, in der Tat. Also das ist wirklich ein sanfter Duft, aber das ist für viele vielleicht auch ganz gut, weil es mögen ja nicht alle so hier. Ich habe ja jetzt auch gerade ein Duschgel in Gebrauch von Trackle Moon. Das riecht total nach gebrannten Mandeln und wirklich sehr intensiv nach gebrannten Mandeln. Das ist auch nicht für jedermann was, ne? Na gut, hier habe ich jedenfalls noch eine Cremeseife Magic of Christmas. Hier ist der Weihnachtsmann drauf und ein Rentier, ganz niedlich. Was steht hier hinten drauf? Einfach nur weihnachtlicher Duft. Der riecht deutlich süßer auf jeden Fall. Nun gut, ich freue mich auf jeden Fall darüber, ja, dass wir dann auch an unserem Waschbecken auf jeden Fall Weihnachten einziehen lassen können. Und, oder was da haben auf jeden Fall. Genau, hier, das hatte ich noch mitbestellt. Hier haben wir einen neuen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ihr wisst, dieses eine Wort darf man im Moment nicht mehr sagen. Es ist ein Produkt, das sehr luftig ist und an ein anderes ein wenig erinnern könnte, wenn man wollte. Ich muss sagen, von Auftrag her ist das überhaupt nicht. Es fühlt sich ähnlich an, aber es ist, finde ich, ganz anders. Trotzdem gefällt es mir auch ganz gut. Das ist von Rival Loves Me, hatte ich jetzt halt online gesehen. Ich weiß nicht, wann das in die Filiale kommt oder ob das vielleicht sogar schon da ist. Miracle Skin Perfector haben wir hier 3-in-1 Make-up, Concealer und Puder. Ja, das ist so ein Mousse. Das magische Mousse passt sich individuell fast jedem Hauttyp an. Die seidig zarte Textur sorgt für einen ebenmäßigen Teint, kaschiert Unebenheiten und mattiert die Haut. Hier haben wir 27 Milliliter. Ich mache euch das mal kurz auf. Es ist recht dunkel. Es stimmt aber, dass es sich angepasst hat. Ich habe das auch bei Typisch Lisa gesehen. Die hatte das auch irgendwie, sag mal, habe ich keinen Autofokus? Doch. Oh, ich dachte schon. Ja, auf jeden Fall hatte die das auch aufgetragen und bei ihr hat es sich auf jeden Fall auch angepasst und ihr Hautton ist noch ein bisschen heller als meiner. Und ja, bei mir war das dann auf jeden Fall farblich auch in Ordnung und ja, werde ich hin und wieder auf jeden Fall nochmal benutzen. Und ja, finde ich auf jeden Fall schön, dass Isana da, beziehungsweise Isana, Rival Loves Me, zieht ja schön nach und macht wirklich viele interessante Produkte. Ich erzähle immer wieder von meiner Lieblings-Blush-Palette aus deren Standardsortiment. Ich hoffe, bitte nehmt das niemals raus. Als ob sich das hier jemand weiter von denen angucken würde, aber... Doch, ich glaube, einmal, zweimal hat Rossmann sogar schon mal drunter geschrieben. Egal. Auf jeden Fall war das immer sehr aufregend für mich, ja. So, hier ist noch einer von den Pins. Und hier, das ist jetzt nicht von Rossmann. Aber ich muss das hier unbedingt mit einbauen. Oh Gott, ihr Süßen. Ich habe wieder einen Boozy-Shop bestellt. Ich dachte gar nicht, dass ich das irgendwie bekommen könnte. Ich muss auch weiter geiern auf der Seite, denn es gab von Glamlight, hatte ich euch sogar mal irgendwann auf Instagram geteilt, gab es von Hershey's gab es meine Lieblingsschokolade tatsächlich. Und na, da gab es eine Limited Edition von Glamlight. Und oh Gott, ich habe tatsächlich die bei Boozy Shop gefunden hier. Da bestelle ich ja hin und wieder mal. Übrigens voll süß, die haben hier Danke Alina drauf geschrieben. Und ich kann leider nicht lesen, wer das unterschrieben hat. Aber es ist immer jedes Mal ein persönlicher Gruß drin. Und genau. Hershey's, das ist meine Lieblingsschoki, das ist so lecky. Lecky, oh mein Gott. Cookies and Cream gibt es übrigens auch bei Rossmann. Ich hatte sogar 4 Tafeln gekauft, aber die sind alle nicht mehr existent. Irgendwo auf meiner Hüfte wahrscheinlich, aber nicht mehr. Als Produkt an sich. Guckt euch das an. Also es gab eine Lidschattenpalette, es gab eine Highlighterpalette in jeweils 2 Ausführungen. Also Highlighter, einmal dunkle Schokolade und einmal helle Schokolade. Ich habe die helle Schokolade, oh Gott, guckt euch das an. Es sieht halt genauso aus wie so eine Tafel, ne? Und ich habe jetzt hier halt leider nur die Highlighter gekriegt. Ich wollte auch gerne noch die Eyeshadow-Palette haben. Die war aber da leider ausverkauft, ist bis jetzt auch leider nicht wieder reingekommen. Ich geier aber drauf und dann gibt es das halt nochmal in einer dunkleren Ausführung, wo ich wahrscheinlich die, zumindest in der Lidschattenpalette, die Farben besser für mich nutzen kann als in der anderen, wo so helle, blaue, kühle Töne drin sind. Aber ich liebe halt einfach Cookies and Cream und deswegen muss die Palette irgendwie noch hier ran. Das ist übrigens richtig, richtig hochwertige Pappe. Also richtig schön gemacht, wie immer, mit Magneten. Oh, die sind so süß. So süß, diese Hershey's. Oh Gott, ich werde nicht mehr echt. Also das macht auch schon wieder. Und hier, wie das hier ankommt, das werde ich auf jeden Fall weiterhin so aufheben. Finde ich auch ganz schön gemacht. So kann man das nämlich dann schön weiterhin so aufbewahren. Ganz toll auf jeden Fall. So, ich sehe hier gerade noch ein paar interessante Sachen. Und zwar hat meine Mama hier noch was ganz Tolles entdeckt. Ich muss mich da allerdings noch ein bisschen mit ausprobieren. Sie probiert quasi schon mit meiner Schwester total intensiv und die lieben das. Ich habe ihr quasi auch schon eins mitgebracht, weil sie noch eins braucht oder eins verlegt hat. Das ist von Rival de Loop. Das findet ihr in der Make-up-Theke. Das heißt einmal Regeneration Overnight Lip Serum und Regeneration und Feuchtigkeit mit Hyaluron, Aloe Vera, Kokosöl, Shea Butter mit Soforteffekt. Bei sehr trockenen und spröden Lippen, genau. Und meine Mama, Moment, macht das hier
Feuchtigkeit für ein glattes Hautgefühl der sensiblen Lippenhaut am Morgen. Also sie trägt das auf jeden Fall nicht nur direkt auf die Lippen auf, sondern hier allgemein in dem ganzen Mundbereich. Ich neige ja auch schon, ich weiß nicht, ab und an sieht man es leider, dass ich hier auf jeden Fall solche, wie heißen die, Plissé-Fältchen kriegen werde. Ja, manchmal sieht man das schon so ein bisschen auf jeden Fall. Na, soll das da in dem Bereich sehr pflegend sein. Und sie schmiert es mittlerweile auch hierhin und dahin und überall benutzt sie das quasi. Es gab mal so einen Film, ich glaube mal Big Fat Greek Wedding. Und da war der Vater, der hat immer Windex, das war ein Glasreiniger, der hat das auf alles raufgemacht, auf Pickel, auf kaputte Autos, auf Kratzer, auf, ich weiß nicht, was er damit alles gemacht hat. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, das ist das Windex meiner Mutter neuerdings. Ja, nun gut, auf jeden Fall, wer kennt den Film, bitte in die Kommentare schreiben, ich würde mich freuen. Protection Soft Care Lip Serum gibt es auch noch. Das eine ist also quasi für Tag, das andere ist für die Nacht. Sie hat gesagt, das ist großartig. Ja, ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Habe ich ihr dementsprechend auch noch einmal mitgebracht, weil ihr es verloren gegangen ist, aber sie hat sich mittlerweile eh schon zig Tuben davon gekauft. Hier habe ich mir endlich mal diese Spange mitgenommen. Die heißt For Your Beauty Freya oder Freya Rosa für 2,99 Euro. Einfach so eine ganz normale Spange. Und ich fand jetzt das Muster halt ganz süß. Ne? Ich gucke da hin und wieder mal, ihr könnt da allgemein, wenn ihr einen Rossmann in der Nähe habt, immer mal wirklich beim Haarschmuck gucken. Die haben da eigentlich, die wechseln vor allem auch jede Saison quasi. Also ich glaube, zweimal im Jahr wechseln sie es mindestens. Dass sie auf der einen Seite so Standardartikel haben und auf der anderen Seite ist halt wirklich so passend zum Herbst, Winter, Frühling, was auch immer dann halt da hängt. Ne? So, auf jeden Fall gibt es da wirklich schöne Sachen, die nicht so teuer sind. Und die trage ich dann quasi so hier. Ich hoffe... ja, das sah okay aus. Nun gut, das hier habe ich mitgenommen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich das weiter so fortführen wollte. Ich möchte eigentlich gerne den hier, den ich super gerne benutze, in eine Sprühflasche umfüllen, weil erstmal kann man es auch sehr schön als Fixing Spray nehmen. Und ich glaube, ich verbrauche auch weniger, wenn ich es aufsprühe. Jetzt habe ich aber leider den unangenehmen Nebeneffekt, obwohl ich hier sowas trage und auch den Haaransatz ausspare, selbstverständlich. Aber immer, wenn ich es mir aufs Gesicht sprühe, also ich muss momentan meine Haare häufiger waschen. Eigentlich immer schon, ja, also eigentlich jeden Tag momentan. Eigentlich, also hier oben sind die noch nicht fettig, aber hier vorne in dem Bereich dann halt, also ich gehe davon aus, dass es so ein bisschen vom Sprühen kommt, dass da trotzdem irgendwie was hinkommt. Und ja, das gefällt mir natürlich gar nicht. Ich habe es halt vorher immer mir ein bisschen was in die Hand gemacht und dann aufgetragen. Bisschen lästig, aber ich glaube, das ist mir lieber, als wenn ich mir jetzt jeden Tag nochmal die Haare waschen müsste zusätzlich, weil eigentlich müsste ich das nicht unbedingt. Jeden zweiten, dritten, vierten Tag vielleicht. Aber nur, weil sie dann staubig sind zum Beispiel. Aber dann sind sie meistens noch nicht fettig. Es kann aber natürlich auch an der Jahreszeit und der Heizungsluft liegen oder sonst irgendwelchen anderen Schwankungen, denen man immer so eben ausgesetzt ist. So, hier ist nochmal was, das habe ich auch, ja, Black Friday, Singles Day oder so, ich brauchte. Oder ich brauchte eigentlich nicht. Meine sind noch super gut. Ich habe ja eine Haarverdichtung drin, beziehungsweise teilweise auch Haarverlängerung. Und da... Also die muss man ab und an natürlich austauschen. Ich muss sagen, die, die ich jetzt drin habe, die halten schon recht lange. Die habe ich im März das erste Mal benutzt und... 8-9 Monate für Extensions ist auf jeden Fall schon gut. Da hatte ich auch schon welche, die waren nach 2 Wochen im Arsch. Ne? Das ist so teuer gewesen, über 500 Euro. Egal, auf jeden Fall war hier halt ein tolles Angebot. Und da habe ich mir schon mal 2 Packungen von Global Extend. Die hatte ich allerdings noch nicht. Ich brauche da nämlich immer welche. Ich zeige euch das nur mal ganz kurz. Ich will euch gar nicht so lange damit volllabern. Ich weiß, manche interessiert es schon. Aber viele interessiert dieser ganze Extension-Scheiß auch gar nicht, was ich auch total verstehen kann. Aber ja, es gibt halt, und ich bin halt ja, ich habe ja sehr feines Haar. Es gibt da auf jeden Fall so eine Variante hier. Ich hoffe, man sieht das. Normalerweise ist bis hierhin alles Tape, ungefähr so ein Zentimeter oder 0,8 oder so ähnlich. Und hier sind die aber jetzt so gearbeitet. Die heißen halt Invisibles. Das sieht aus, als würde es sich vom Scheitel direkt abdingsen. Also das heißt, man sieht sie hier oben einfach gar nicht. Gar nicht. Es sei denn, sie wachsen raus. Meine sind jetzt auch schon fingerbreit raus. Ich muss mich dringend drum kümmern. Ja, die habe ich mir jedenfalls einfach schon mal hingelegt, weil das einfach, weiß ich nicht, meistens brauche ich da neue, wenn ich es mir gerade nicht unbedingt leisten kann. Die sind ja auch ganz schön teuer. Ich habe jetzt hier, glaube ich, pro Packung statt 125. Oder waren, wie viel waren die denn? Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall 20% bezahlt. Ich weiß es gerade nicht mehr, wie viel ich bezahlt. Auf jeden Fall bezahle ich sonst mehr. Es ist noch nicht ganz meine Farbe. Ich muss sie noch ein bisschen dunkler machen, aber sie sind auf jeden Fall bis jetzt ganz toll. Den Kleber kaufe ich sonst immer nur da, aber Extensions hatte ich von da noch nicht. Sonst kaufe ich die nämlich immer nur bei LCP, für die, die es interessiert. Oder letztes Mal hatte ich noch Laive. Da hatte ich aber auch nur diese Invisibles her, nicht komplett. Genau, ich hatte aber auch schon viele, die einfach scheiße waren, nach einem Monat eigentlich untragbar waren und sich auch immer verheddert haben. So, ich packe das in Ruhe nachher ein. Jetzt habe ich auch schon viel zu lange darüber geredet, ihr Süßen. Aber wie gesagt, manche interessiert es ja doch. So, dann brauchte ich unbedingt Zahnseidesticks neu.
Meine sind einfach leer gegangen nach Ewigkeiten. Ich habe halt immer mal so Phasen, da benutze ich es viel und dann wieder irgendwie so fast gar nicht, was eigentlich total dumm ist. Also ich hoffe, ich bleibe jetzt dabei. Hier habe ich jetzt einfach die von Procodent genommen. Hier ist sogar ein Reiseetui dabei. Mit Sensitivzahnband für enge Zahnzwischenräume. Genau, diese komischen Dings. Interdentalbürsten, die passen bei mir in keiner Größe zwischen die Zähne, ohne dass ich mich extrem verletze. Also ja, deswegen ist sowas immer ganz gut. Man kann natürlich auch normales, da gibt es auch, glaube ich, eins, das heißt Floss oder so ähnlich. Das ist so ein bisschen aufgeraut. Das ist auch richtig gut. Das müsste ich mir auch mal wiederholen. Ja, dann auch mal den Gebissreiniger von meine Dr. Smile Sheen, die ich zum Glück jetzt endlich bald los bin. Aber ich bin super happy. Das Ergebnis ist für mich auf jeden Fall sehr schön geworden. Ich freue mich sehr. Dann habe ich aber noch erzählt, dass ich beim Black Friday auch bei Rossmann zugeschlagen habe. Moment, ihr seht hier die ganze Zeit den Wagen rotieren. Aber ja, ich zeige euch, was ich gekauft habe und was ich geschenkt bekommen habe. So, also man musste sich in der Rossmann-App auf jeden Fall Coupons aktivieren. Ich hatte da zum Glück, sonst mache ich das auch nicht, muss ich sagen, weil ich meistens die Zeit gar nicht habe. Ich hatte reingeguckt in die App und mir die dann vorher schon angeschaut, was es so gibt halt. Und dann habe ich mir ganz gezielt die Sachen ausgesucht. Und das war unter anderem, dass man, was übrigens auch tatsächlich sowieso im Angebot war, hier ist eine riesige Pulle Lenoir. Ich habe viermal den Aprilfrisch mitgenommen, weil mir die anderen, die noch da waren, es war natürlich schon ein bisschen abgegrabbelt oder abgegriffen, so heißt das, ne? Die waren natürlich teilweise halt schon weg und deswegen habe ich mich dazu entschieden, viermal dieses hier mitzunehmen. Ich habe dann eine Packung geschenkt gekriegt und habe, glaube, pro Flasche 2,99 sowieso quasi schon im Angebot bezahlt. Genau, das hat mich sehr gefreut. Und wenn ich eine Pulle geschenkt kriege und ich das jetzt sowieso kaufen wollte quasi, dann mache ich das natürlich gerne. Das war nämlich so, ich zeige euch eigentlich immer ganz gerne den Weichspüler von Presto, glaube ich, heißt er. Das ist die Hausmarke, mehr oder weniger Hausmarke von Amazon. Und also jedenfalls macht das den Anschein. Genau, den hatte ich in letzter Zeit immer. Habe ich euch auch auf verlinkt, aber der ist so teuer geworden, wahrscheinlich weil er nicht richtig lieferbar war, ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall roch ich den jetzt zuletzt auch nicht mehr, ich habe aber teilweise, das habe ich im Aufgebraucht-Video erzählt, ich weiß nicht, welches Video zuerst kommt, auf jeden Fall, es ist bei mir so, ich muss einfach ständig wechseln, weil sonst denke ich, die Sachen funktionieren nicht mehr oder sie riechen nicht mehr oder sowas, vor allem das Riechen halt, ne? Weil ich mich zu sehr dran gewöhne, denke ich, wird das sein und deswegen wollte ich jetzt sowieso mal wieder Lenoir holen und ja, deswegen hat das super gut gepasst. So, und dann gab es auch, wenn man dreimal die Duftperlen hier kauft, dann kriegt man da eine Packung kostenlos. Ich glaube, die waren auch im Angebot, bin mir auch nicht ganz sicher. Da habe ich jetzt allerdings ein bisschen bunt gemischt genommen. Hier ist einmal Aprilfrisch, dann nochmal Amethyst Blütentraum und dann nochmal Unstoppables Fresh heißt das jetzt einfach. Da war allerdings insgesamt auch nicht mehr so viel da, ne? Also wie gesagt, davon habe ich ein Geschenk bekommen und ich muss ja nur mal sagen, ne? Das steht jetzt schon einige Tage hier bei mir im Zimmer. Ich denke, dass es die irgendwie sein werden. Jedes Mal, wenn ich die Tür aufmache und hier reinkomme, es riecht so gut, wirklich. Also selbst wenn ihr die Dinger nicht benutzen wollt, weil sie euch zu teuer auf lange Sicht gesehen sind, dann selbst wenn ihr sie zulasst oder macht sie von mir aus auf und lasst sie offen irgendwie rumstehen oder so, das riecht, also der Raum riecht toll, wirklich. Und ja, riecht schon fast ein bisschen zu stark hier drin danach tatsächlich, weil ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter sind denn das? 10 bis 15 wahrscheinlich, glaube ich. 13. 12 bis 15, sagen wir mal. Und es riecht intensiv, wirklich. Also das ist echt, und ich mache nicht mal was, die stehen rum. So, dann gab es auch noch eine Aktion, das habe ich allerdings erst zu spät gecheckt. Ich dachte, es gibt 20% auf alle Domol-Artikel, aber so war das, glaube ich, nicht. Ich brauchte jedenfalls Rohrreiniger. Ich glaube, irgendwie das dritte Produkt war dann kostenlos oder irgendwie 20% günstiger. Ich weiß es nicht ganz genau. Ja, ich brauchte den Rohrreiniger, hatte ich nämlich meinen letzten kürzlich benutzen müssen, weil mein Abfluss gestunken hat in der Dusche und auch in der Badewanne. Und dann habe ich halt, weiß nicht, jeweils eine Viertelflasche oder sogar die ganze, weiß ich gerade nicht mehr. Also ich habe für beide Flaschen, nein, für beide Ausflüsse eine Flasche benutzt, die schon angefangen war. Und ja, damit war dann aber alles beseitigt. Das ist sehr herrlich gewesen, tatsächlich. So, ich muss mal kurz hier unten wühlen. Da hatte ich dann nämlich noch mehr Domol-Sachen mitgenommen. Und zwar sind meine Schmutzradierer jetzt kürzlich leer gegangen. Ich hatte vorher die von DM. Die waren okay. Und genau, ich hatte mir mal sagen lassen, die von Action sind nicht so gut. Hatte ich irgendwann, glaube ich, auch schon mal. Aber ich muss sagen, ich habe nicht so oft Dreck, der dafür in Frage kommt. Meistens muss ich dann mit Micellenwasser rangehen oder dann schon mit einer anderen Keule oder so. Aber ja, deswegen benutze ich die gar nicht so häufig. Aber ich wollte jetzt gerne mal, wenn ich schon mal dran gedacht habe, weil das ist auch so ein Artikel, den ich immer gerne vergesse, habe ich jetzt hier die Schmutzradierer von Romol einmal mitgenommen. Mal gucken, wie die sind. Ich werde es euch wissen lassen auf jeden Fall.
drei- oder viermal habe ich meinen Lieblingsduftstein fürs WC mitgenommen. Der kostet ohnehin nicht viel, also unter einem Euro auf jeden Fall. Und der färbt das Wasser schön blau. Der verhindert, dass es sich extrem irgendwie an, ja, diese ganzen Kalksachen, Urinsteine und sowas, dass sich das so absetzt. Das ist wirklich, wirklich ein schönes Produkt. Mag ich persönlich auch ein bisschen lieber als WC-Frisch, aber nur, weil WC-Frisch bei mir halt eh nicht hält und es mir einfach auch zu teuer ist. So, und dann habe ich das nochmal mitgenommen. Davon habe ich letztens eins aufgebraucht. Habe ich auch vergessen, im letzten Aufgebrauch-Video zu zeigen. Zeige ich euch im nächsten. Ein Wäscheparfum von Dumol. Bärentraum habe ich diesmal mitgenommen. Letztes Mal hatte ich irgendwie so eine hellblaue Flasche. Und das ist so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, das Produkt ist ganz gut. Im Angebot kann man es kaufen. Es ist manchmal aber auch so gewesen, also wie soll ich sagen, da macht hier Lenore auf jeden Fall mehr. Auf jeden Fall, egal ob jetzt die Pearls oder der normale Weichspüler, die machen auf jeden Fall mehr. Ich fand es aber ganz nice, manchmal, also man kann das auf ein Baumwolltuch geben zum Beispiel, also entweder in das Weichspülerfach, natürlich nicht, ne, das ist ein Konzentrat und also dementsprechend nicht so viel. Oder ihr macht das, ich glaube 15 Milliliter auf ein Baumwolltuch und packt das mit in den Trockner. Das riecht auch super gut dann, während es trocknet und auch wenn man es zusammenlegt, danach rieche ich es allerdings überhaupt gar nicht mehr. Deswegen wollte ich jetzt nochmal gucken, ob das was anderes ist, halt mit einer anderen Sorte, weil das ist bei Lenore ja auch so. Kennst du den einen? Denkst du, kennst du alle? Aber die sind doch alle noch ein bisschen verschieden. Nun gut, das war jedenfalls der letzte Artikel aus diesem Rossmann Hall. Und ja, teilweise auch Black Friday und Singles Day und was weiß ich, was da jetzt nicht. Also das reiht sich auch alles aneinander. Ne? Nun gut, und jetzt gibt es wieder überall Adventsangebote, ihr Süßen. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ja, und genau. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, es geht euch gut. Genießt die schöne Zeit und ich hoffe, ihr macht es euch nicht so stressig. Und ja. Mach's gut. Tschüss.